und auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, ey Crimex OG. Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück in GTA 5 und heute mal wieder mit Leonie, was geht ab? Hallo. Bisschen mehr Motivation, Leonie. Hallo, es geht. Genau so. Leute, ihr habt es letztes Mal übelst gefeiert, dass wir Leonie GTA 5 gezeigt haben, aber sie hat ja natürlich immer noch nicht richtig viel Geld und deswegen habe ich mir heute was Besonderes für dich überlegt, Leonie. Und zwar werden wir dir heute deine eigene Kokainplantage kaufen, dass du immer damit Geld verdienen kannst, okay? Okay, let's go. Ja, auf jeden Fall, Leute. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Checkt doch gerne Leonie aus. Bei ihr haben wir auch neulich ein Fortnite-Video aufgenommen. Ja, könnt ihr gerne mal abchecken. Und dann würde ich sagen, Leonie, steig mal hier ein in den Wagen. Und ganz ehrlich, sei mal wirklich ganz ehrlich, wie findest du das Auto hier? Ich finde, das sieht mega, mega cool aus. Okay, du darfst auch nichts anderes sagen, weil das ist wirklich mein komplett Oldschool-Classic GTA 5 Auto. Also diesen Wagen fahre ich schon immer. Schon seit es mich quasi in GTA 5 gibt, fahre ich immer diesen blauen T20. Crimex Army, ihr wisst Bescheid. Okay, aber als allererstes, bevor wir anfangen, Geld zu verdienen, Leonie, ganz ehrlich, ich habe ja letztes Mal schon nicht wirklich deine Klamotten gefeiert. Wir werden jetzt erstmal fahre ich jetzt mit dir in ein Kleidungsgeschäft und dann ziehst du dir mal was Vernünftiges an, so, weil so kann ich mich mit dir nicht blicken lassen. Okay, sehr gut. Gut, dass wir uns da einer Meinung sind. So, hier. Oha, was ist da gerade explodiert? Ich hoffe, hier ist kein Modder. Irgendwas ist hinter... Digga, hoffentlich macht jetzt nicht wieder ein Modderauge. Ey, aber das Ding ist, Leute, ich glaube, Leonie wird jetzt gefühlt wieder 5 Stunden hier im Kleidungsgeschäft brauchen. Dann, ja, komm, komm. Okay. Ihr wisst ja, wie das mit Frauen ist. Zieh dich mal um, such dir mal neue Klamotten. Ich würde sagen, du findest mich auf der anderen Straßenseite. Du musst einfach nur auf die andere Straßenseite laufen. Da findest du mich gleich, wenn du fertig bist. Oh, schön hier, rein da. Man kennt ihn doch, Klassiker. Oh, hallo, moin Meister. Wo sind wir denn hier gelandet? Boah, guck mal, man kann den ganzen Regen machen. Geldregen. Sympathie, Alter. Wir holen uns richtig Sympathie hier, Leute. Einfach GTA 5 durchgespielt. So ein Ding ist das. Bin fertig, Max. Ja, okay. Warte mal. Warst du eigentlich schon mal in dem GTA 5 Stripclub drin? Nein, noch nie. Hey! Oh! Digga, da ist doch schon wieder ein Modder hier. Ey, dieser kleine... Digga, komm, 1 gegen 1, Modder. Der hat mein schönes Auto kaputt gemacht, der Hund. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bestelle uns jetzt ein gepanzertes Fahrzeug. Wegen diesen Moddern. Dann soll der gleich mal schauen. Kann natürlich sein, dass der Nightshark auch von einem Modder zerstört wird, aber eigentlich ist der gepanzert. So, komm, warte, hier. Ich verstehe auch nicht, diese Modder macht doch irgendwas Cooles. Spawnt Leuten Geld oder sowas, aber nervt doch nicht. So. Also, warst du schon mal im Stripclub drin? Noch nicht, ne? Ich war noch nie im Stripclub. Dann, ich zeig, was halt, es gehört zu GTA 5 dazu. Du wirst es bestimmt jetzt nicht so feiern, aber es ist ein Teil von GTA 5. Also komm, ich bin ja hier, um dir GTA 5 zu zeigen. Leonie, okay, ich komm. Das erste Mal in Vanilla Unicorn. Und jetzt kannst du hier... okay. Das wird dir gefallen. Und hier haltest du dich immer auf, oder was? Nee. Ja. Nee. Ich bin ja ganz, ganz selten. Jetzt kann man hier so hingehen und machst du aber am besten nicht, weil es kostet Geld. Und dann kannst du hier so den Geld hinwerfen. Aber mach nicht, du hast noch nicht viel. Wir müssen dir noch genug Geld holen. Egal, Leonie, komm, wir gehen raus hier. Wir wollen natürlich heute auch was Vernünftiges machen. Ich bin ja hier, um dir auch zu helfen in GTA 5 und nicht nur um Scheiß zu machen. Deswegen, ich habe mir was überlegt. Wir werden jetzt deine eigene Kokainplantage holen und da kannst du richtig gut Geld verdienen, ja? Das habe ich mir überlegt heute. Hast du das eigentlich mitbekommen mit dieser Green Gang und Lila Gang in GTA 5? Ja, das habe ich sogar damals mitbekommen. Das war ja mal so auf TikTok und so hype-mäßig. Das Ding ist, ich habe da auch immer mitgemacht und deswegen habe ich den Wagen hier grün gefärbt. Das war immer richtig lustig mit dieser Green Gang und Lila Gang. Ja, safe grün. Warst du lila oder was? Nein. Besser ist es. Okay, also kurz zur Erklärung. Wir fahren jetzt zu dem Clubhaus. Und zwar, man kann sich hier so eine Art Clubhaus kaufen. Und dann hat man seinen eigenen Rocker-Club. Und dann kann man da eben sich so verschiedene Geschäfte kaufen. Zum Beispiel so eine Geldwäscherei oder auch eine Drogenplantage. Und eine Dokumentenfälscherei und keine Ahnung, was man da sonst noch alles machen kann. Und so kann man eben richtig gut Geld verdienen. Und ich habe mir jetzt gerade dieses Clubhaus schon gekauft, deswegen du musst das nicht machen. Und dann werde ich dich quasi bei mir in meinen Rocker-Club einladen jetzt gleich. Und dann verdienst du da quasi auch mit Geld dran. Also ganz easy. Nice, ey. Okay. Leonie ist jetzt im Paul-Berger-Club. Ey, übrigens, sieht schon fresher aus, was du jetzt diesmal anhast. Auf jeden Fall besser als letztes Mal. Oder, Leute? Danke. Das ist auch mein Oldschool-Outfit. Das hatte ich damals in GTA 5 auch schon immer an, dieses Baseball-Trikot. Leute, schreibt mal in die Kommentare, findet ihr das Outfit von Leonie besser oder das von letztem Mal? Eins heißt das Outfit, 2 heißt das von letztem Mal. Schreibt mal in die Kommentare. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein hier. Guck mal, ob du auch reinlaufen kannst. Okay, ja, perfekt. Du konntest auch reingehen.
Und jetzt, das hier ist erstmal... Ich zeig dir erstmal das Clubhaus, bevor wir hier anfangen. Zack, hier hinten sind die Toiletten. Natürlich, jetzt nicht unbedingt eine Frauentoilette. ist jetzt nicht unbedingt... Ist ein bisschen schmutzig. ist nicht unbedingt frauenfreundlich gemacht hier, dieses Clubhaus. Dann hier ist unser Beratungsraum für größere Missionen. Hier werden wir auf jeden Fall später auch noch drin sein. So, falls wir vielleicht noch neue Leute in unseren Club reinholen. Dann hier ist mein Büro. Hier darfst du nicht rein. Das ist nur von meinem Chefbüro. Okay. Du darfst nur, warte, ich halte dir die Tür auf, dann darfst du mal reingucken, aber du darfst nicht. Ey, du darfst nicht reinlaufen! Okay, komm raus. Und hier oben ist so der Chill-Bereich. Hier ist so Couch und so, hier kann man ein bisschen genießen, dies, das. Man kennt ihn. Das hier ist unsere Barkeeperin. Die heißt. Ursula. Ursula, hallo. Ja, mit der musste ich immer gut halten. Also, ich würde sagen, wir werden jetzt mal eine Mission starten. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viel Geld man da... Ich hoffe, du wirst ordentlich Geld bekommen, damit du dir mal richtige Autos und so weiter kaufen kannst. Wir checken das jetzt mal aus hier. Geht jetzt mal ein PC dran. Ein Auto hast du ja noch nicht, oder? In GTA 5. Ich habe noch kein Auto gekauft. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Wir haben noch einiges vor. Noch einiges vor. Schreibt mal in die Kommentare, was wir als nächstes mit Juni machen sollen. Okay, also jetzt kann man hier ein Unternehmen kaufen und ich würde sagen, wir nehmen einfach direkt das Beste hier. 1,8 Millionen kostet das. Das Kokainlabor. Ich glaube, da sollte man dann aber auch am meisten Geld rausbekommen. So, Kauf erfolgreich. Das ist ja schon mal sehr gut. Okay, es geht los. Ich habe das Kokainlabor gekauft. Du musst jetzt mitkommen. Und jetzt können wir da nämlich hingehen und da richtig viel Geld verdienen. Nee, warte, hier, wo steht mein Fahrzeug? Ich glaube, das steht noch draußen. Habe ich, glaube ich, draußen geparkt. So, weißt du was, Leonie? Ich würde sagen, fahr du mal. Ich? Ja, also, fahr du mal. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Doch, das ist eine gute Idee. Du darfst jetzt mal fahren. Ich entschuldige mich schon mal, falls ich dein Auto kaputt mache. Das ist egal, der ist gepanzert. Kein Problem. So, ich setz einen Wegpunkt hier hin. Dann machen wir mal einen Fahrprüfer. Okay, ja, gut, gut, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Lol, du hast den einen da einfach umgebracht, hast du gesehen? Der war einfach tot im Auto, weil du den einfach angefahren hast. Oh, sorry. Oh, sorry, das tut mir leid. Oha. Oh, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Auto, sorry. Hallo Max, ich sterbe gleich. Okay, so. Oh, dies ist dein Kokainlabor. Ah, die Produktion ruht, bis die nötigen Rohstoffe und Ausrüstung aufgetrieben sind. Okay, Leute, genau, wir müssen jetzt hier diese ganze Ausrüstung und so weiter holen, damit wir dann damit auch wirklich Geld verdienen, beziehungsweise auch Leonie. Okay, das heißt, Leonie, wir müssen jetzt gleich erstmal die ganzen Vorbereitungsmissionen machen und die ganzen Rohstoffe für unser Kokain holen. So, herzlich willkommen in unserem neuen Labor hier. Hier werden wir jetzt Geld machen. Aber wie du siehst, ist hier noch alles leer. Deswegen muss ich jetzt hier erstmal noch die Jobs annehmen. So, okay, Alter, Gesamtverdienst noch 0 Dollar, Verkäufe gesamt auch 0 Dollar. Einrichten. Sind Sie sicher, dass Sie dieses Unternehmen einrichten wollen? Ja, kann man das hier eine Einrichtung machen? Oha, voll nice. Bist du hin? Ich bin jetzt draußen wieder, genau. Ich glaube, du musst jetzt... Ah ja, nice, sehr gut. Okay, ich würde sagen, ich fahre jetzt wieder, damit wir da heute noch ankommen. Steig mal ein. Ja, das ist, glaube ich, besser. Okay, so, hier müsste das sein. Auf diesem Schrottplatz, glaube ich. Oder weißt du, was wir machen? Leonie, fahr du mal mein Auto. Und ich nehme das andere Auto. So, falls wir angegriffen werden, dann bist du nämlich noch in einem gepanzerten Fahrzeug und kannst mir Deckung geben. Okay, bring das Fahrzeug uns dann. Oh nein, siehst du das globale Ziel unten? Das heißt, alle in der Lobby sehen jetzt, dass wir gerade so ein Ding machen. Und es kann sein, dass uns gleich andere Spieler angreifen. Deswegen lass ein bisschen zusammenfahren. Ey, aber ich fand das letzte Mal echt übelst krass. Wie fährst du da hinten rum? Ich fand das einfach letztes Mal übelst krass, wie gut du einfach in Fortnite warst. Das hätte ich echt nicht erwartet von dir. Ja, also es geht nicht so. Gut. Schon krass. Muss jetzt hier nicht untertreiben. Ey, das Ding ist, Leute dachten auch, hat Leonie mir gerade erzählt, das haben die bei ihr unterm Video geschrieben, Leute dachten, das ist Standard-Skill mit einem Stimmverzerrer. Leute, seid ihr lost? Oh, nice. Okay, sehr gut. Jetzt sehen wir nämlich unten diese Anzeige Vorräte und Produktion. Wir haben jetzt natürlich die Vorräte voll, aber noch keine Produktion. Weil das Ding ist, ich glaube, wir müssen uns jetzt hier noch Arbeiter erst holen. Warte mal, ich check das mal. Verbesserung, Versorgung kaufen? Nee, warte, Produktion, Verbesserung kaufen, glaube ich. Ah, genau, hier Personal, ganz wichtig. Sicherheit, Ausrüstung. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Personal, sonst geht hier ja gar nichts. Ah, schau mal, siehst du das? Jetzt sieht es ja schon anders aus. Ich habe das hier abgegradet. Hä, ich wurde gerade von einem Modder einfach teleportiert und der Modder sieht irgendwie fast aus wie du. Was geht, echt, alles was? Fit? Der schreibt mir hier gerade. Warte, ich schreibe dir mal Moin. Sollen wir rausgehen? Warte, bist du ein Modder? Nee, vielleicht sehr cool. Ich schreibe gerade mit dem. Siehst du das? Bist du auch noch in der Lobby? Ich bin jetzt immer noch schwarz. Oh nein. Ey, nein. Stiehl das Gold. Hä? Er sagt, er ist kein Modder.
Jetzt muss ich ja irgendein Gold klauen. Die Belegschaft ist in deinem Unternehmen. Kokainabo eingetroffen. Lass einfach das Ding. Hä, was geht denn jetzt ab? Habt ihr mal eben aus dem Ladescreen. Ach, Ehre. Der hat mir aus dem Ladescreen geholfen. Ach, Ehre. Kannst du Leonie auch helfen? Ey, das ist ein Ehrenmodder. Das ist ein richtiger Ehrenmodder. Ey, warte mal. Leute, wenn wir hier schon so einen korrekten Modder getroffen haben, dann soll er gleich mal Leonie noch Geld droppen. Kannst du sie hier herholen und etwas Geld droppen? Ja. Digga, was sind das denn hier für Ehren, Leute? Guck mal, einfach voll die korrekten Modder haben wir hier getroffen. Was ist da los, Mann? Macht mal einen Money Drop, Boys. Macht mal einen Money Drop. Ach so. Ach, der Modder sagt, du kannst dir ein Auto quasi nehmen, er tunes und du verkaufst. Warte, aber wir wollen Missionen weitermachen. Kannst du schnell droppen? Vielleicht macht er ja auf Ehre. Modder, mach, komm. Modder und ich so, Leute. Ey, das wäre so korrekt, wenn er mal irgendwie jetzt noch lustige Fahrzeuge spawnt. Ey. Ey. Hör auf zu boxen hier. Was sind das für Sanitäter? Ey. Ey, sorry. Genau das ist das, was wir vorhin meinten. Weißt du, das sind so chillige Modder, mit denen man einfach Spaß machen kann. Ja. Nicht so nervig. Ja, der gibt mir immer noch Geld. Oha. Er muss mal langsam machen. LOL. Hä? Er hat eine Yacht gespawnt. Was? Was? Siehst du das? Was war das denn? Warte, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich muss ja irgendwie da schnell hinkommen. Gib mir mal schnell ein Auto, Bro. LOL, er kommt zu mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Guck mal, was der Modder hier gespawnt hat. Eine fliegende Yacht. Digga. Du bist King. Oh mein Gott, das ist cool aus. Ey, zu krass. Kannst du mich hoch... Woher kennen die deinen Namen? Wegen YouTube. Ich sag dir ehrlich, in GTA, die Leute wissen. Die Leute kennen mich in GTA. Kennst du zufällig Loser Koeffizient? Ja, klar. So. Ey, ich will auf diese Yacht hoch. Ich will da hochkommen. Ey, Mann, ich will irgendwie auf diese... Digga. Gönnt euch mal, wie crazy das einfach aussieht. Ey, Leonie, wo bist du überhaupt? Ich sehe dich hier gar nicht mehr. Ich bin immer noch da, wo ich vorher war. Ich muss wo ganz anders hin. Ach so. Ich bin hier noch bei dieser Yacht. Hier ist richtiges Chaos. LOL! Oh! Ey, ich wurde hier einfach hier gerade weggeklitscht. Ey, Leonie, da bist du ja wieder. Wo warst du? Ich war ganz hinten noch. Alter, wurdest du auch von dieser Riesenjacht gerade erschlagen, oder was? Nein. Also, ich habe die gesehen, aber ich war nicht drauf. Alter, das war echt... Ja, ich konnte... Hä? Ein UFO? Alter, er spawnt einfach ein UFO. Digga, der Modder, der dreht ja hier komplett frei. Der dreht ja hier echt komplett frei. LOL. Oh, Alter, was geht hier ab, Leute? Was passiert hier? Holy moly, Alter. Das ist ein echt ein nicer Modder. Hat er so ein Haus? Digga, was ist da los? Was passiert, Digga? Ich fühle mich gerade. Ja, das Ding ist, ich fühle mich gerade wie in Inception. Alter. Oh mein Gott, noch eins. Ey, du kannst auch da reingehen. Ey, der Modder, der tritt ja hier wirklich komplett frei. Der tritt hier einfach komplett frei. Ey, hör auf mich zu boxen, Junge. Komm, eins gegen eins. Ach du Scheiße. Oh mein. Ey! Wir werden hier schon von den NPCs so. Ey! Oh, wir sind unter die Map geglitscht! Alter! Okay, okay, das ist echt eine ganz verrückte Episode heute. Leute, ich würde sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr mit Leonie sehen wollt, dann zeigt es mit einem Like und mit einem Abo. Checkt sie auf jeden Fall auch gerne aus. Wir können nächstes Mal die Mission weiter zocken, weil Leonie hat ja jetzt immer noch nicht mega viel Geld. Also ich würde sagen, wir zocken nächstes Mal die Mission weiter. Und dann würde ich sagen, bis dann! Haut rein, Leute. Euer Crymax.